Jo, moin, le flüt und willkommen zurück bei die Gilde Handel, Habsucht und Intrigen. Beziehungsweise Gaukler, Gruften und Geschütze. Wie auch immer. Hauptsache zurück. Hauptsache zurück. Wieso steht hier oben jetzt was anderes? Egal. Das ist, glaube ich, die Grundversion. Handel, Habsucht und Intrigen. Und wir haben halt noch das Add-on mit dabei, wo Gaukler, Dings und Geschütze. Okay. Ja, kann sein. Weiß ich jetzt nicht. Das ist eine CD, die ich noch hab. Mhm. Wir machen da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wo auch immer das war. Wir versuchen es zumindest. In Berlin, glaube ich. Ja. In Berlin, ja. Also wir hatten jetzt unsere Kirche oder Kapelle oder... Hier, das Dingens. Genau. Er hier kann mal nicht entlassen, befördern. Befördert werden. Zum Messdiener. So. Okay. Da kommt noch schon wieder dieses schöne blaue Nebelgewabere. So, mit den Erweiterungen waren wir ja soweit, glaube ich, überall up to date. Ja. Gut, dann kommen wir hier nochmal. Zumindest meinte ich, hatten wir damit aufgehört. Mich dunkel zu erinnern, dass wir das noch alles auf Vordermann und dann. Mhm. So, wir hatten eine Predigt. Wollten wir nicht noch irgendeine Hasspredigt gegen denjenigen, welchen der unsere Mutter geheiratet, gepimpert, getötet hat? Kriegen wir den nochmal wieder raus? Irgendwas mit Ärmler. Können wir mal probieren. Wichtige Personen. Gegner gibt es schon mal keine. Freunde würde wahrscheinlich nicht sein, Familie genauso wenig. Amtskandidatur vielleicht noch. Ganz viel Glück, ne? Ist aber auch keiner. Ernenner, okay. Ernennungen. Aha. Wie jetzt? Abstimmung, Ratsinformant. Können wir uns selbst gleich ernennen? Oder wie sehe ich das jetzt? Schön wär's. Meine Stimme hat er. Obwohl, sieht danach aus. Habe ich jetzt... Ich habe, glaube ich... Ja, nur zu gerne. Nein. Nein, wir lesen aus der Bibel vor, weil ich finde den jetzt auch nie wieder, glaube ich, diesen Udo Ärmler. Ich glaube aber, dasselbe Problem hatten wir damals schon. Dass wir nicht... Wir hätten ihn gerne, aber wir haben ihn in diesem Ding einfach nicht gefunden. Ja, ich glaube ja. Ist einfach schon wieder zu lange her, dass wir die Gilde aufgenommen haben. Ich sehe schon. Ja. Ja, das Dumme ist ja eigentlich, für euch geht's da draußen eigentlich nahtlos ineinander über. Für uns liegen da wirklich Wochen zwischen. Wenn nicht gar mittlerweile sogar schon über einen Monat. Ja. Ach, hier. Ah, okay, warte mal. Kann man ihn jetzt hier irgendwie... Ah, der Ärmler Udo. Das ist hier... Warte mal. Das ist ein... Top 5 Ablasskäufer, schon klar. Nein, oh Gott, wie hieß das denn noch? Ja, nur zu gerne. Dynastien. Ha! Udo Ärmler, da ist er doch. So. So viel zum Thema, wir finden den nicht mehr. Ja, so. Das ist zu heikel. Nein, es bleibt dabei. Das ist ja auch blöd formuliert. Wobei, irgendwie ja, man denkt erstmal intuitiv, wollt ihr wirklich? Ja. Ne? Deshalb erstmal lesen. Genau. Ja. So, ihr habt für euren nächsten Gottesdienst im Sommer 1441 bereits folgendes Thema ausgewählt. Die verwerflichen Spielchen Udo Was denn? Die verwerflichen Spielchen mit unserer Mutter oder was? Ja, verwerfliche Spielchen kann ja eher so intrigenmäßig wahrscheinlich gedacht sein. Aber ja, naja. ich hoffe mal nicht, dass wir das jetzt von der Kanzel runter predigen. Verwerflichen Spielchen. Bis ins kleinste Detail. Von der eigenen Mutter. Yummy. Wir haben ja noch nicht mal was geerbt. Apropos, wir hatten doch, glaube ich, auch dasselbe Problem mit dem... mit unserer aktuellen Frau, ne?
Obwohl, na, es geht mittlerweile. Die mochte uns doch irgendwie nicht so wirklich mehr. Die hat uns doch nicht in das eine Amt, hat sie uns nicht reingewählt und... War das nicht immer eher vorübergehend wegen dieser Abstimmung vielleicht, dass sie uns deshalb nicht gemocht hat? Weil wir uns ums Gleiche beworben hatten? Irgendwie, sowas? Na, sie war ja die Ernennerin. Okay. Ja gut. Sie scheint uns aber mehr zu mögen mittlerweile, von dem her... Welch Ironie, in der Kirche des Vaterunser predigte Udo Ermler heuer von den menschlichen Lastern und Gotteslästerei. Dabei verwies er der Gottesmann immer wieder auf die schändliche Lebensweise von Stadteintreiber Waldemar Flach. Wer hätte zugekommen, ne? Ja. So, mal ganz kurz hier die ganzen Nachrichten durchklickern. Umsatzsteuer beträgt 10%, okay. Ich glaube, die hatten den mal auf 8 runtergesetzt, als wir Bürgermeister waren. Lang lebe der Kaiser. So. Amtsenthebung. Spitzel Amadeus Wartburger hat heure euer Absatz. Hat was? In einem eurer Schankbetriebe fehlen Zutaten. Unseres? Ja. Ja, wir bewerben uns doch sowieso um ein anderes Amt. Ich hoffe, die Absetzung ist danach. Ja. Ich fürchte aber nicht. In einem eurer Schankbetriebe. Das heißt, wenn es dumm läuft, kann es sein, dass der uns absetzt und dann keiner für uns stimmt und dann irgendjemand anders. Gut, ich habe jetzt erstmal die Spielgeschwindigkeit runtergesetzt, weil hier bloppen gerade zu viele Nachrichten auf. In unser Kirche. In einem eurer Schankbetriebe fehlen Zutaten. Ja, ja, schon klar. Wir müssen haben unseren Ding auch schon lange nicht mehr zum Man Entladen, sage ich jetzt einfach mal, wenn ich das gerade so sehe. Ja. So, scheint jetzt aber alles da zu sein, oder? Ja. So, dann... Hier fehlen Rohstoffe, aber hier haben wir doch... In den Schankdingern haben wir doch Meisters, oder? Eigentlich schon. Lena darf Personal einstellen, Karren kaufen, Erweiterungen. Darf sich in Betrieb einmischen, ist doch eigentlich das, oder? Ja. Was er machen soll, wie er es denkt. Eigentlich schon. An der Grundung vom kaiserlichen Hofe, die Krönung unseres neuen Kaisers wurde in Frankfurt abgehalten. Überall im Reich hört man den Ruf. Der Kaiser ist tot, lange lebe der Kaiser. Friedrich von Habsburg. Okay. Die und ihre Machtspielchen hier immer. Tja. Also das von den Schenken ignoriere ich jetzt, oder wie, ne? Also bin ich jetzt der Meinung. Hätte ich jetzt, glaube ich, auch so gemacht, weil wofür haben wir sonst einen Meister, wenn der eh nichts tut? Ja. Also wenn das jetzt aber demnächst nochmal kommt dann, oder auch die Umsätze drastisch zurückgehen, müssen wir da irgendwann mal was machen. Also am Ende der Runde sehen wir das ja erst, aber... Okay. In einem eurer Schankbetriebe fehlen Zutaten. Okay. Die Frau von unserem die Neufrau, keine Ahnung, Tochter, keine Ahnung, kann alles Mögliche sein, von unserem Erzrivalen hat sich an unseren Stammtisch gesellt. Uneheliche Cousine, ja. Elisabeth Trollinger macht uns Furcht. In einem eurer Schankbetriebe. Sag mal, danke, fehlen Rohstoffe, danke, fehlen Rohstoffe, danke, fehlen Rohstoffe. Danke, es fehlen Rohstoffe. Danke, es fehlen Rohstoffe. Wieso immer Weingeist? Wieso so häufig? Und immer Schank Eck 2, was ist denn? Wir sind doch jetzt hier im Schank Eck 2, oder? In einem eurer Schankbetriebe fehlen Zutaten. Gut, gibt's da keine Produktion von Weingeist vielleicht? Was? Wieso holt er jetzt Holzzapfen? Weil die für eins von diesen Dingern verwendet werden. Man spielt. Oder? Für eins dieser Getränke. Ja. Aber man könnte mal Weingeist. Was ich gerade gedacht habe, war einfach nur, dass der Weg vielleicht zu lang ist. Weißt du, das ist doch der diese Riesenstrecke hier zurücklegen muss zum Marktplatz. Ja, aber ich meine, das muss der trotzdem hinkriegen. Theoretisch. In einem vielleicht hat er auch schon jemand beauftragt, aber der ist noch so lange unterwegs. Kann gut sein. Ja, Schenke 2 immer noch Weingeist, danke. Also da brauchen wir keine Manager, wenn die das eh nicht hinkriegen. Fehlen Zutaten. Weingeist in Schank Eck 2, Weingeist in Schank Eck 2, was ist denn das? Gegenstand
hat seine Wirkung verloren. Mein Geist ist ein alkoholisches Getränk. Ja, okay. Ich Haha. Zip, Skype in Verbindung beendet. Mhm. Und gleich danach Ignore User. Forever. Ja. Ich würde sagen, ich kaufe dem jetzt hier einfach mal fehlen Zutaten. So einen zweiten Wagen. Vielleicht kriegt er es damit ja besser fehlen Zutaten. Koordiniert oder so. Lasst uns einfach die Daumen drücken. Ja. Schankbetriebe fehlen Zutaten. Weil wenn er doch schon Budget zur Verfügung bekommt, was macht er damit außer Waren kaufen? Ich weiß es nicht. Wenn Waren fehlt, dann kauf halt Waren. Ja. Wie viel Silber haben die hier gekauft, ey? Krass. What? Oh, mal was, mal nicht für Weingeist, sondern für Schädelbrände. Mhm. In einem eurer Schankbetriebe. Weingeist 2, okay. Vom Geist des Weines inspiriert steigt das Talent Handwerkskunst von Xantia Bauernfängers in eurem Gasthaus Schankeck. Hat sie zu viel Weingeist getrunken? Na, kann gut sein. Weil vom Geiste des Weines, was heißt das für mich? Weingeist. Danke. Und? Sag mal, sollen wir da nicht einfach manuell einen Wagen hinschicken und Weingeist? Damit die Sache mal aufhört. Das Problem ist, ich kann hier einen Wagen kaufen. Aber keinen mehr bedienen. Der ist aber dann sofort weg, weil er im Dienste von irgendwem hier steht. Nur ich möchte das ungern jetzt abbrechen, weil dann steht der Wagen nämlich sonst wo rum. Ja, dann hoffe ich einfach mal, dass er Weingeist kauft jetzt. Kauft mit dem neuen oder... Wagen. Ja. Naja. Gibt's hier noch irgendwas zum... In einem eurer Schankbetriebe fehlen Zutaten. Ja, Weingeist im Schankeck 2, wir haben's ja kapiert. In einem eurer Schankbetriebe fehlen Zutaten. Ja, Weingeist im Schankeck 2. Hallo! Es ist angekommen. Jesus Maria. Was ist das? Hab ich schon erwähnt, dass Weingeist fehlt im Shanghai 2? Ja, heute noch nicht. Der Berliner Großbrand von 1440, gab's den? Wo denn? Ach, da. Hier so? Gute Frage, keine Ahnung. Falls ja, dann lauft. Lauft um euer Leben. So. Bist gerade schon wieder für die Dinge am Einkaufen, oder? Für die Kirche. Für die Kirche, ja. Dachte ich mir mal so. Das Ding kann man mal renovieren lassen. Also ich bin standbildmäßig noch am Markt gewesen. Jetzt bin ich im Zuhause. Okay. Jetzt in welchen Raum denn? Da, wo wir auch die Fortbildung bzw. Meistergrade erhöhen können. Okay, das siehst du jetzt. Neuen Meistergrad erlangen. Mhm. Okay. Sommer 1441. Ich bin bloß so ein bisschen hinterher, glaube ich. Und manchmal, wenn es vielleicht ein bisschen schnell geht, dann braucht er länger. Okay, zu verrechnen. Dann mache ich jetzt halt ein bisschen langsamer. Also wir können weder Handwerkskunst noch Verhandeln machen. Wollen wir Rhetorik oder sowas? Das konnte man doch in der Bibliothek oder in diesem Ding machen. Weil das ist ja auch nicht schlecht für unser hier fürs Quatschen und so, fürs Predigen. Genau. So, dann hatten wir noch irgendwie Amtskandidatur. Also wir bewerben uns jetzt um dieses Amt, ne? Ich gucke das nochmal ganz kurz nach. Vor allem die Leute, die uns absetzen wollen, müssen wir mal angucken. Mhm. Beziehungsweise die um uns rum, die mitentscheiden dürfen, ob wir rausfliegen oder nicht. Genau, also wir bewerben uns um das Amt Ratsinformant. Mhm. So.
Der Michael Bauernfänger mag uns ganz gerne, wahrscheinlich weil seine Frau bei uns angestellt ist. Ja, Amadeus Wartburger war die gegen der uns absetzen wollte. Genau. Aber das klappt ja dann ganz gut. Dann kann nur er ist dagegen und der andere enthält sich oder eben nicht. Ist die Frage, wollen wir den nochmal kurz bestechen? Beziehungsweise irgendwelche, warte mal, das war doch hier irgendwie mit dem Person gleichen Geschlechts. Dann schnappen wir uns nochmal so einen schönen Ring. Alles andere scheint eh noch in Betrieb zu sein. Was macht der Wollumhang nochmal? Ich glaube, das ist gegen Krankheiten. Okay. So. Benutzen. Ernennungen. Wieso ist der hier nicht drinne? Was kann Mensch, ne? Nee. Und dann wenden wir ihn einfach da an. Amtskandidatur? Nee, ist auch nicht drin, aber gut. Ja, steigt. Schön. Ja,